have been every voice inside your head. Hallihallöchen Freunde, hier ist wieder euer Nerdverse zurück mit einem neuen Star Wars Video. Mit 11 angekündigten brandneuen Serien sind wir Star Wars Fans in den nächsten Jahren, glaube ich, bestens versorgt mit neuen und hoffentlich spannenden Abenteuern aus der weit, weit entfernten Galaxis. Während uns Kenobi, Andor und The Bad Batch in die ersten Jahre des galaktischen Bürgerkriegs zurückentführen wird, bekommt auch The Mandalorian gleich 3 Spin-Off-Serien in Form von The Book of Boba Fett, Rangers of the New Republic und Ahsoka spendiert. Vor allem die Live-Action-Serie über den beliebten The Clone Wars und Rebels-Charakter könnte uns in eine ganz besondere Richtung lenken. Where is Grand Admiral Thrawn? Das ist Ahsoka. Noch dieses Jahr sollen die Dreharbeiten zur Serie beginnen und wie schon bei The Mandalorian werden auch hier Jon Favreau und Dave Filoni ihre schützenden Hände über das Star Wars Projekt halten. Rosiara Dawson wird dafür erneut in die Rolle von Anakin Skywalkers ehemaliger Padawan-Schülerin schlüpfen und für vorerst eine Staffel neue Abenteuer erleben. Die Ereignisse aus Ahsoka sollen sich dabei zeitlich zu The Mandalorian und den anderen Spin-Off-Serien abspielen, aber auch Rückblenden zu verschiedenen Zeitpunkten ihres bisherigen Lebens sind nicht ausgeschlossen. Fans vermuten deshalb, dass auch Star Wars-Kollegen wie Temuera Morrison und Hayden Christensen, die ja sowieso aktuell für andere Star Wars-Serien vor der Kamera stehen, ja für ein paar kleinere Cameos als Captain Rex und Anakin Skywalker vorbeischauen. Des Weiteren wurde ja ein Auftritt von Bösewicht Grand Admiral Thrawn durch The Mandalorian so gut wie bestätigt. Anscheinend setzt Ahsoka in ihrer Serie die Suche nach dem aus Star Wars Rebels bekannten Schurken fort. Ihr Hauptanliegen wird dabei wohl aber immer noch die Erkenntnis von Ezra Bridgers Schicksal sein. Der junge Jedi verschwand ja bekanntlich zusammen mit Thrawn im Staffelfinale von Star Wars Rebels. Da aber Ahsoka in The Mandalorian speziell nach Thrawn sucht, konnte wohl zumindest der Grand Admiral aus den unbekannten Regionen zurückkehren oder zumindest ein Lebenszeichen an seine Anhänger weitergeben. Ob auch Ezra überlebt hat, wird sich also spätestens in der Serie offenbaren. My visit is not an honor, however, but an investigation. Die Welt zwischen den Welten. Neben der Suche nach Thrawn und Ezra könnte die Serie noch einen weiteren sehr interessanten Handlungsbogen aus Rebels weiterverfolgen. Einen ersten Hinweis darauf findet man im offiziellen Logo der Serie. Dieses endet nämlich der sogenannten Welt zwischen den Welten aus Star Wars Rebels verdächtig ähnlich. Vor allem das O im Logo erinnert extrem stark an eines der Portale, die sich in dieser mysteriösen Zwischenwelt befinden. Das Besondere an diesem Ort ist natürlich das Thema Zeitreisen. Durch das Betreten diverser Portale, die sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft führen, kann ein Individuum aktiv in die Zeitlinie der Galaxis eingreifen und meist endet ein solches Vorhaben ja eher in einer Katastrophe. Man kennt es ja so ziemlich aus allen Zeitreisefilmen, dass jede noch so kleine Abweichung in der Vergangenheit verheerende Folgen für die Zukunft mit sich bringen kann. Macht sich Ahsoka also an der Zeitlinie zu schaffen? Das ist für ihren Charakter wohl eher unwahrscheinlich, aber neben Ahsoka gibt es ja noch einen gewissen rotäugigen Bösewicht, der nach unendlichem Wissen strebt. Und was bietet sich dafür besser an als eine Zwischendimension, die einem die Kontrolle über Raum und Zeit verleiht? Im Großen und Ganzen können wir also ziemlich gespannt darauf sein, welche Thematik die Ahsoka-Serie verfolgen wird. Ob es nur die Suche nach Ezra und Thrawn sein wird oder vielleicht sogar eine Rückkehr in die Welt zwischen den Welten, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber was haltet ihr davon? Seid ihr schon gespannt auf die Ahsoka-Serie und welche Abenteuer uns dort erwarten können? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video allgemein. Nerdverse sagt Servus, wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut, Freunde, bleibt gesund und bis dann.